Und damit einen wunderschönen guten Morgen zu Pokémon Platin Edition Randomizer Nuzlocke. Ich schätze mal, Pokémon kennt jeder, was es mit Randomizer Nuzlocke auf sich hat, erkläre ich dann mal nach diesem wunderschönen Prolog hier. Hallo du, freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Tachchen. Ich bin Professor Eibe, aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Das ist, weiß Gott, nicht mein erstes Abenteuer und ich schätze mal auch nicht euers, denn Pokémon sollte eigentlich jeder schon mal gespielt haben. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. So. Nein, nein, nicht so. Da bin ich auch schon auf A gekommen. Jetzt bin ich nochmal auf A gekommen. So. In der Mitte berühren. Geschafft. Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. So kann man die ganze Sache auch sehen. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Ja, geiler Scheiß. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen was über dich? Ja, warum denn nicht? Ich bin eindeutig männlich. Bin ich mir ziemlich sicher. Du bist also ein Junge, korrekt. Ich nenne mich jetzt hier einfach nochmal Seidel. Seidel. So, du bist also Seidel, das ist korrekt. Ja. Er hat immer so, er hat ein bisschen blöden Blick drauf, ganz ehrlich. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Sehr schön, du bist also Seidel, willst du nochmal fragen? Das ist aber mal ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier, ich glaube, das ist dein Freund. Wie er wohl heißt? So. Unser hyperaktiver Rivale. Ich habe mir natürlich schon ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie ich die Leute hier nenne. Und ich dachte mir einfach, hey, wir haben einen Kanal zusammen, also passt es doch ganz gut, wenn ich meinen wunderschönen hyperaktiven Rivalen einfach mal Basti nenne. Kurz, why not, ja? Striker, ein schöner Gruß an dich hier, weil. So, Basti, sagst du? So heißt dein Freund also? Das ist ebenfalls korrekt. Nun, Seidel, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf deinem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet. So. Die Welt der Pokémon wartet. Da war ich gerade ein bisschen verunsichert. Immer diese Sätze, die mittendrin aufhören. Das ist ja so, als würde ich das schreiben, was ich rede. So, schicke Musik. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Diesen Vermerk hat der aus kan der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte Professor Eibe hinterlassen. Schön von ihm. Damit beenden wir unsere Sondersendung Frag Professor Eibe. Ihr Jubelstadt TV. Wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Jo. Ach so. Ja, da ist auch Basti schon. Da bist du ja. Der redet auch wie der. Hey Seidel, hast du gerade das im TV gesehen? Klar, hast du. Professor Eibe ist ein super wichtiger Typ, der Pokémon erforscht, oder? Also muss er doch säckeweise Pokémon zu Hause haben. Wir müssen ihn nur fragen und er gibt uns welche ab. Bestimmt. Also ich sehe echt ein paar Parallelen. Hey, ist das ein neuer PC? Oh, wo war ich stehen geblieben? Oh ja, richtig. Also wir gehen zu Professor Eibe und holen uns Pokémon. Ich warte da mal draußen. Mach schon, Seidel. Komm nicht zu spät, sonst musst du Strafe zahlen. Puh. So, das sind wir. Aktuell noch ein bisschen verschwommen, weil das Spiel sieht in Häusern nicht so schön aus, aber das sind wir. Ich kann ja. Ach ja, X war das hier. Das sind wir, Seidel. So, wir sind ID Nummer 42457 und wir haben 3000 Geld. Auch schön. Noch 0 Punkte, aber das wird sich ändern. Ich weiß, ich habe nie gecheckt, wie man diese Punkte bekommt, aber auch das wird seinen Sinn haben. So, der X-Knopf öffnet das Menü, habe ich gerade schon gemacht. Aber auch sowas hänge ich mir auch immer ins Zimmer. So, Mutti. Seidel. Basti ist schon weg. Oh. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber er ist ziemlich schnell hinausgesaust. Ich weiß, was er vorhat und das gefällt mir überhaupt nicht. Also gefallen tut es mir schon. Aber wie er es macht. Seidel, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durchs hohe Gras gehst. Das wäre nicht schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon dabei hättest, aber. Ja, Mutti, wart mal ab. Wart mal ab. Das kommt alles noch. So, ich bin scheiße langsam. Ich will meine Turbo-Treter. Was hast du denn mal zu sagen? Die neue Technologie haut mich glatt aus den Latschen. Ich meine, du kannst mit Leuten auf der ganzen Welt spielen. Und das drahtlos. Ja, Mai. Davor und ziehen.
Ich werd narrisch. So, was steht hier? Wo befinden wir uns denn überhaupt? In Zweiblattdorf. Frische und Freiheit, ja. Mit unglaublichen 4 Häusern. Schickes Dorf. Es stimmt schon, dass wilde Pokémon ab und an Menschen angreifen, aber sie öffnen sich den Menschen auch, sodass man sich mit ihnen anfreunden kann. Oh, schön gesagt. So, wir gehen mal zu zu Bastis Haus. Bums. So, was, wie, hey, Usai? Ich gehe zu Professor Eibe und du kommst mit, beeil dich. Ah, hab was vergessen. Also, die Parallelen sind echt schon krass. So, Bastis Mutti. Mutter von Basti. Echt, die hieß nur Mutter von Basti. Ich dachte, die hatte auch einen Namen. Aber nein, die hat keinen Namen. Ist nur die Mutter von Basti. Oh, heißt Seidel. Du suchst bestimmt Basti. Er war kurz verschwunden und ist dann wieder nach Hause gekommen. Der Junge kann einfach nicht still sitzen. Was er jetzt wohl wieder vorhat? Ich weiß es. So, ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Blubblub, ich rede mit mir selber. Oh, hey, Seidel, ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Strafe, wenn du zu spät kommst. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das bezahlen kann. Ey, dein Zimmer ist viel geiler als meins. Hatte ich auch eine grüne? Ich finde die grüne Wand schöner. Was hat er denn hier so alles auf seinem PC? Öffne das Menü mit dem X-Knopf. Speichere deinen Fortschritt mit Sichern. Mehr steht da nicht. Wow. Der Junge hat sich viel aufgeschrieben. Der macht sich Gedanken. So. Wir bewegen uns jetzt mal nach oben Richtung St. Gemme, Richtung Professor Eibe. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, Seidel, suchst du Basti? Er hat sich vor einiger Zeit aus dem Staub gemacht, aber weit ist er bestimmt noch nicht gekommen. Du holst ihn sicher noch ein. So wie der rennen wir sicherheit nicht. So, Route 201 und da ist er schon. Und da hat er uns schon gesehen. Bist du langsam? Ja. Sorry. Also gut, lasst uns zu Professor Eibes Labor gehen. Wir sind ja weit gekommen. Was? Geh nicht ins hohe Gras, oder? Keine Sorge, kein Problem. Es macht nichts, dass wir keine Pokémon haben. Vertrau mir einfach. Ich habe da eine großartige Idee. Hör zu, du weißt, dass wilde Pokémon dich angreifen, wenn du durchs hohe Gras läufst. Wenn du durchs hohe Gras läufst, nicht wahr? Also musst du nur schnell genug von einem Fleck Gras zum nächsten rennen, bevor ein wildes Pokémon erscheinen kann. Wenn wir rennen, dann können wir St. Gemme erreichen, ohne auf ein wildes Pokémon zu treffen. Also bleib mir dicht auf den Fersen. Nimm der Anlauf, oder was? So, los geht's. Auf die Plätze. Wartet. Wartet! Der alte Opa möchte mitrennen. Ihr beide besitzt doch gar keine Pokémon, oder? Warum wollt ihr dann durchs hohe Gras gehen? Ja, das sind nicht sehr gesprächig, die beiden. Hey, Seidel, dieser Oppi. Das ist Professor Alba, habe ich recht? Was macht der hier? Ja, der ist nicht so gesprächig, der alte Mann. Sie wollten ins hohe Gras, weil sie Pokémon haben wollten. Was tun? Ihre Welt würde mit Sicherheit ändern, wenn sie Pokémon hätten. Wäre es richtig, wenn ich sie auf diesen Weg bringen würde? Ihr beide, ihr lebt Pokémon wirklich, oder? Jo. Sicher lieben wir Pokémon. Ich frage euch noch einmal. Ihr beide, ihr liebt Pokémon wirklich, oder? Wie bitte? Das kann man uns doch 1000-mal fragen. Die Antwort wird sich nie ändern. Wir werden 1000-mal antworten, dass wir Pokémon lieben. Stimmt doch, oder, Seidel? Ich fühle mich gerade ein bisschen wie der fünfte Rad am Wagen. Ein paar sorglose Kinder, die einfach so ins hohe Gras gehen wollten. Und das ohne eigene Pokémon. Die Jugend von heute. Ich denke mit Schaudern daran, was solche Leute mit Pokémon anstellen würden. Dann verzichte ich eher auf ein Pokémon. Ich war es, der unbedingt ins hohe Gras wollte. So, Ausrufezeichen. Das ist ja nicht ehrlich. Alles gut. Ich vertraue euch beiden Pokémon an. Und ich entschuldige mich, dass ich euch getestet habe. Wie dem auch sei. Wann hat er uns denn getestet? Ihr müsst mir versprechen, dass ihr euch nie wieder so gedankenlos in Gefahr gebringt. Wo hab ich nur... Ja, was waren sie denn? Ja, Mai. Professor Eibe. Sie haben ihre Tasche am See vergessen. Oh, stimmt etwas nicht? Ah, da ist sie. Du kommst genau richtig, Lucia. Ich wollte den beiden hier gerade ein eigenes Pokémon anvertrauen. Verzeihung, aber diese Pokémon sind schwer zu ersetzen. Sind Sie sicher, dass Sie sie abgeben wollen? Wir leben Seite an Seite mit den Pokémon und für jeden kommt einmal die Zeit, auf Pokémon zu treffen. Es gibt eine Welt, die man zusammen mit Pokémon entdecken sollte. Und für diese beiden ist heute die Zeit gekommen. Geiler Scheiß, hier und jetzt! Nur zu, öffnet die Tasche und wählt eure Pokémon. Wirklich?
Geil. Ich kann es kaum glauben, bin so glücklich, dass ich nur noch grinsen kann. Seidel, du kannst zuerst wählen. Ich bin ja schließlich schon so gut wie erwachsen. Und auch hier wieder, die Parallelen sind unglaublich. Da kann ich mich ruhig in Zurückhaltung üben. Wow. Gut. So. Wir stehen vor der Wahl unseres ersten Pokémon und hier komme ich auch schon zu der ersten Erklärung dieses ersten, ja, etwas sonderbaren Form dieses Spiels, dieses Pokémon-Erlebnis, falls man es so nennen mag. Randomizer. Das Ganze ist eine Randomizer-Nuzlocke-Challenge und was Randomizer bedeutet, werdet ihr merken, wenn ich auf diesen Koffer klicke. Denn Randomizer bedeutet, alle Pokémon sind random. Die sind nicht, normalerweise sind Pokémon ja nach den Routen verteilt und die Starter sind immer die normalen drei, wie halt in jeder Generation. Also in dem Falle wären das jetzt Panflam, Shelest und Plinfa. Aber das ist jetzt hier anders, denn die sind alle drei zufallsgeneriert, jede Route ist zufallsgeneriert, also jedes Mal so die fünf Pokémon, die so, oder drei anfangs, die so circa immer auf einer Route rumlaufen, alle zufallsgeneriert. Die bleiben dann auf dieser einen Route, aber halt insgesamt die Pokémon, die erscheinen, sind zufallsgeneriert. Das können Legenden sein, das können sonst was sein, das kann auch der Bäcker von nebenan sein. Das glaube ich nicht, aber wäre auch lustig. Und deshalb, das gibt dem Ganzen natürlich schon gewissen Touch. So, das heißt, ich weiß jetzt aufgrund von Tests, die ich gerade schon gespielt habe, um zu gucken, ob das Ganze funktioniert, weiß ich jetzt schon, was hier drin ist, ihr aber nicht. Denn wie jetzt hier zwar eigentlich zu sehen ist, Plinfa seht ihr auf dem Bild, aber unten steht der richtige Name. Es wäre ein Porygon 2, das nehme ich allerdings nicht. Ich meine, Porygon 2 am Start wäre so ziemlich das Abgefahrenste, was du haben kannst, aber ich nehme es nicht. Ich nehme auch nicht ein Stolunior. Warum ist das hier gerade Englisch? Also, das ist eigentlich auch kein Panflam, sondern ein Stolunior. Ich nehme ein ganz anderes Pokémon. Ich habe mich richtig gefreut gerade im Test, denn das ist so ziemlich das geilste Starter-Pokémon, was du bekommen kannst. Die Leute, die mich von meinem alten Kanal vielleicht noch kennen, wissen, dass ich riesiger Flug-Fan bin. Und das Ganze ist ein Kramurx, ja, ein der geilsten Flug-Pokémon der Welt, zumindest die Weiterentwicklung, hat so das ziemlich beste Design, was du haben kannst, und deshalb nehme ich auch dieses Finsternis-Kramurx. Then I choose you, I'm picking this one. Warum redest du Englisch? Was ist falsch mit dir? Sehr gut, ihr beide habt eine gute Wahl getroffen. Aber nun hört mir gut zu. Die Pokémon, die nun zu euch gehören, sind mit dieser Welt nicht vertraut. Und daher erinnern sie euch in gewisser Weise. Da ihr und eure Pokémon daher so etwas wie Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht, mich in meinem Labor in St. Gemme aufzusuchen. Ich muss nun aufbrechen. Tschüsselchen. Professor, warten Sie auf mich. Es tut mir leid, lasst mich später durch. Was sagst du dazu, Professor Albus? Echt nett. Im Fernsehen sieht er immer so ernst und fürchteinflößend aus. Ja, der Blick von ihm ist echt nicht so der netteste. Seidel, nun besitzen wir beide ein Pokémon. Da gibt es nur eins für uns zu tun. Bist du bereit? Jo. Ich wollte so etwas immer schon mal sagen können. Die Zeit ist endlich gekommen. Seidel, ich fordere dich zu einem Kampf heraus. Der erste Kampf unseres Let's Plays gegen Basti direkt. Der hat jetzt natürlich einen Panflam. Die gegnerischen Trainer-Pokémon habe ich jetzt mal normal gelassen. Auch die Attacken, die ihr jetzt sehen werdet, sind nicht zufallsgeneriert. Und das ist ja wohl mal so ziemlich das geilste Startportfolio, was du haben kannst. Schnabel, Verfolgung und Erstauner. Ich bin von Gott auf die Erde gesendet. Den mache ich platt, ja? So. Erstmal schön mit dem Schnabel voll ins Gesicht. Und ich glaube, es wird mal langsam Zeit, auch den zweiten Part zu erklären. Denn das Ganze ist nicht nur randomized, also alles zufallsgeneriert, sondern es ist auch eine Nuzlocke-Challenge. Und wie dann die Challenge schon bedeuten, wie man schon daran denken kann, ist das Ganze eine kleine Herausforderung. Denn diese Challenge hat ein paar Regeln, die könnten ziemlich schwer werden. Ich hatte ja schon mal eine Nuzlocke-Challenge auf meinem alten Kanal von Saphir, da habe ich ziemlich aufs Maul bekommen. Von den beiden Zwillingen. Bin da am 7. Orden oder so komplett dran gescheitert. Aber ich glaube, das wird hier nicht passieren, denn ich kenne die Platin-Edition eigentlich wie meine rechte Westentasche. Und das, obwohl ich keine Westen trage. Und diese Challenge, die Regeln, da kläre ich euch mal, nachdem diese Cutscene hier gleich vorbei ist. Oh, ich bin Level 6. Krasser Scheiß. Finde ich cool. Spieler besiegt, Trainer Basti. Was sagst du da? Wir haben verloren. Na, du hast verloren, ich nicht. Puh, ich muss nach Hause. Der Kampf hat mich total müde gemacht und mein Pokémon braucht auch Ruhe. Bis später dann, Seidel. Boah. Der Kerl kann sich schnell bewegen. Aber erstmal Mutti vom Ganzen erzählen. Ah, was ist denn los, Schatz?
Liebes Bisschen, das hast du alles erlebt. Du und Basti könnt von Glück reden, dass ihr auf Professor Albe getroffen seid. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Ich wäre nicht ins hohe Gras gegangen und er wäre krass zerfleischt worden. Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind. Zeidel, ich denke, du solltest Professor Albe einen Besuch abstatten. Er lebt doch in St. Gemme, oder? Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das hohe Gras auch nicht mehr so gefährlich. Ja, Mai. Krass. Ich hab da was für dich. Auch ganz. Boah. Mutter, du bist die Beste. Jetzt kann man dieses Spiel auch mal spielen, ohne sich wie in Zeitlupe vorzukommen. Nach St. Gemme zu gehen, ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Mit diesen Turbotretern kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. Ich lese dir vor, wie du sie verwendest. Halte den B-Knopf gedrückt und renne schneller als je zuvor. Zieh deine Turbotreter an und gehe neue Abenteuerwege. Das war die beste Anleitung, die ich je in meinem ganzen Leben gehört habe. Aber wenigstens war sie komplett gut übersetzt, ne? Es gibt ja auch immer so Sachen, wo du dir denkst aus dem Ausland. Wer hat das verbrochen? Ne? B drücken, Abenteuerwege benutzen, schnell. Das wäre dann so da der Fall gewesen. Bevor ich jetzt zu Basti gehe, erkläre ich mal ganz kurz die Regeln dieser eben genannten Nuzlocke-Challenge. Also, ich darf auf jeder Route nur das erste Pokémon fangen, was ich sehe. Das heißt, wenn ich jetzt gleich Route 1, die Route 201 betrete, dann kommt mir wahrscheinlich ein Pokémon entgegen. Eigentlich dürfte ich nur das fangen. Das wird jetzt außer Kraft gesetzt, dadurch, dass ich noch keine Pokébälle habe. Das heißt, das Ganze geht los, sobald ich einen Pokéball habe. Wenn ich dann auf diese Route gehe, dann muss ich das erste Pokémon fangen. Also ich muss es nicht fangen, aber ich darf nur das erste Pokémon fangen, was ich sehe. Alle anderen danach sind, darf ich bekämpfen, darf ich mir schön angucken, darf ich bewundern, was auch immer, aber ich darf sie nicht fangen. So, und die zweite ganz wichtige Regel ist, dass sobald ein Pokémon im Kampf stirbt, oder auch durch Vergiftung oder so nachher, ist es tot. Ich muss es freilassen. Und das heißt, sobald alle meine 6 Pokémon in einem Kampf gestorben sind, bin ich auch tot. Dann ist die Challenge offiziell als verloren markiert, was auch immer. Und ich habe diese Challenge verloren. Ich weiß nicht, ob ich dann das Let's Play weitermache. Ich hoffe, dazu kommt es einfach mal nicht. Ja? Und das sind so die Regeln. Es gibt auch noch eine Regel, dass ich jedem meinen Pokémon Spitznamen geben muss. Das mache ich so oder so. Und ansonsten, das sind so die Regeln, nach denen ich spiele. Ich habe jetzt keine großartige, riesige Herausforderung hier geplant. Und auch gerandomized ist alles ganz normal. Wie gesagt, Attacken und so sind alles auf dem Level, wie sie sonst sind. Nur halt, welches Pokémon mir begegnet, ist zufallsgeneriert. Dann gucken wir mal, was Basti zu sagen hat, der gute Kerl. Bist du langsam? Seidel, ich bin die Warterei leid. Ich besuche Professor Albe und werde mich bei ihm bedanken. Mir ist da eine blendende Idee gekommen. Hör zu. Du kennst doch den See, an dem wir immer spielen. Wusstest du, dass dort ein legendäres Pokémon leben soll? Und nun denk mal nach. Wir fangen es mit Hilfe unserer Pokémon. Das macht Professor Albe bestimmt glücklich. Da bin ich mir sicher. Du und ich zusammen kann uns niemand was. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für diese erste Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüsselchen.